auch in Gefahr, dass es langweilig werden könnte. Aber, up, kleines Fenster kann man wegmachen. In Anbetracht dessen will ich euch heute den M46 Patton KR nochmal zeigen. Ganz einfach, warum? Ja, ich habe ihn jetzt bekommen und jetzt ist meiner, jetzt ist er auf meinem Account, er ist meins, meins, meins. Und dementsprechend auf die Daten, Zahlen, Fakten, scheißegal, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Sondern, ja, ihr seht, ich habe Lüfter eingebaut, ich habe Ansetzer und ich habe einen Richtantrieb, einen vertikalen Stabilisator, Entschuldigung, weil da hatte ich kurz überlegt, was ich von beiden nehme. Aber jetzt seht ihr es ja. Und nun, total wurscht, wir springen ins Gefecht. Ich habe nämlich voll Bock auf den Panzer. Tschüssi, bis gleich. So, da sind wir jetzt also im Gefecht, sind hier Top-Tier mit dem Achter in ein 7er-6er-Gefecht gekommen. Küste ist die Karte. Und ja, da müsste doch einiges drin sein. Mag man meinen, hoffe ich doch auch mal. Gerade, wir sehen, es ist von allen Klassen ein bisschen was dabei. Los Am geht's! meisten die schweren Panzer, dann zwischen den Mediums, den mittleren und den leichten schaut es dann wiederum recht ähnlich aus und abgerundet wird das Ganze durch eine Arti noch. Ja, muss ich nur aufpassen, dass ich dem IS da nicht in den Karren fahre. Dr. Dre, begnadeter Musiker, scheinbar schlechter Panzerlenker, immer noch am Start stehend und. Ah, jetzt ist er. Jetzt, vielleicht hat er gerade noch einen neuen Track einlegen müssen. So. Ich habe zum Patton mal gesagt, dass der ja keine wechselbare Tarnung hat. Das im Preview-Video, das stimmt. Allerdings ist die Tarnung, die er hier hat, die reguläre Tarnung, einfach auf allen Karten verbessert. Das heißt, er hat den Vorteil, wo er sonst durch die einzelnen Boni braucht, durch die einzelnen Tarnungen hier mit dieser einen Tarnung schon alle dabei. Also da kein Problem. Mutig, mutig. Was der T-37 da macht. Aber gut, das hat er natürlich den Vorteil, jetzt ist er da unten reingefahren. Und da kann ihm keiner mehr helfen, dem AMX. Ja, Arti schießt sich hier auf mich ein. Das ist ja schon mal spannend. So. Alles so ein bisschen uncool hier. Fällt mir nicht so. Ne, ich folge da nicht lang. Weil da sind mir viel zu viele Gegner und viel zu wenig von uns, als dass ich da vorfahren würde. Und dann noch Panzer, die hier definitiv einen Vorteil genießen. Na. Ja, die stehen hier schon einfach deutlich besser als wir. Erzählt's jetzt, das ist ja das schon fast ein Rudel, das sich hier da auf den Churchill ergießt. Der ging nicht durch, so. Oh Gott, oh Gott. So, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier schnellstens weg. So, Gott sei Dank, das Schlimmste noch gerade verhindert. Aber sehr, sehr viele passive Spieler, sogar auf unserem Punkt zwei Jagdtiger. So, auf die komme ich mal nicht drauf. Aber vielleicht kann ich mir den Aal mal das schna. Oh. So. Ich komm, krieg gerade die Kanone nicht runter, aber für den nächsten Schuss, ja, da macht's halt er. So.
So, jetzt wird auf den T29 gegangen. Mit ein bisschen Schwung da der Bulldog auf ihn drauf. Ah, jetzt wo fährt der Bulldog? Feuererlaubnis erteilt. Wirkungstreffer. So, und jetzt dürfte er auf mich gucken. Macht der Bulldog jetzt einfach nicht clever. Wenn er jetzt nur auf mich, wenn er jetzt nur auf mich fahren würde oder auf den Bulldog gucken würde. So, und weg. Und jetzt fahren wir mal hinter zum Verteidigen. Auf der, wie gesagt, muss ich jetzt helfen. Der Tiger hat doch Gott sei Dank nicht mehr viel. Bereit zu feuern. Ich sehe sie nicht mehr. Feuererlaubnis erteilt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ich sehe sie nicht mehr. Bereit zu feuern. Ziel verloren. So, nochmal Hit. Und jetzt guckt er nur noch auf den Jagdtiger. Wir haben sie nicht mehr. Nein. Hat er nochmal so einen Schlenkerer gemacht. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, der konnte zerstört werden. Der ging nicht durch. Gibt's doch nicht. Jagdtiger, mach ihn weg. Jetzt hat der Löwe natürlich geschossen. Wirkungstreffer. So. Ich lade schneller als er. Gibt's doch nicht. Jetzt kommt hinter mir auch noch der andere rum. Schade, dass der Bulldog da jetzt so weit weg ist. Das kann doch nicht sein. Der ging nicht durch. Okay. Ich glaube das alles nicht gerade. Endlich. Ja, und das hat natürlich zu lang gedauert. Aber wie gesagt, schade, dass der Bulldog da nicht dabei geblieben ist. Aber wenigstens den Krieger geholt. Und auch wenn die Schlussphase dann jetzt mit dem T-34 ein bisschen ärgerlich war. Aber sonst eine sehr schöne Runde. Auch wenn es eigentlich nicht so ausgesehen hat danach, dass das noch so gut wird. Der Löwe hat noch 370, aber der Prototyp, der ist noch rappelvoll. Das heißt, es dürfte für ihn unglaublich schwierig werden. Hätten wir mehr gerissen, wenn er mit zurückgekommen wäre. Da wird ihm nur die Kette beschädigt. Da hat er Dusel. So, und jetzt will er wohl noch auf den Löwen. Und den, die Captain, der weiß aber natürlich jetzt auch ganz genau, wo er herkommt. So, und das war's, ja. Schade vom Bulldog. Hätten wir anders lösen können und vielleicht, man weiß es nicht, aber vielleicht sogar noch gewinnen können. Nun aber eine sichere Niederlage. In dem Fall aber erster Klasse geholt. Mit einem Sieg wäre es wahrscheinlich auch dann das Panzerass gewesen. Schade drum. Aber ihr seht, für eine Niederlage 3318 Schaden. 6 Kills und es gab für die Niederlage 89.000 raus. Das ist doch aller Ehren wert. Und ich glaube, damit hat man eine schöne Pattenrunde. Ich hoffe, ihr wart
gut amüsiert und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play World of Tanks. Tschüss, euer Alcaramba.